So. Ich bin mal gespannt. Das ist ja nicht mehr, weiter. Wir sind ja gleich da. Und ich höre schon wieder Lava. Das ist immer ein gutes... Ah, ha, 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 ha. Schnarch. So, dann graben wir uns mal einfach da durch und dann mal gucken. Vielleicht finden wir ja was. Aber vielleicht ist die Schlucht auch viel weiter oben. Und wir sind einfach viel zu tief in der Erde, als dass da jetzt irgendwas Interessantes kommt. Alter, wie, was ist denn das für ein Gravelgrab hier? So, hier ist Lava ganz in der Nähe. Ach, sieh mal eine an. Mit Fackel. Wo sind wir jetzt rausgekommen? Wo sind wir denn jetzt rausgekommen schon wieder? Mich deucht, wir waren schon mal hier, aber... Wo sind wir denn hier bloß? Oh. Was war denn das für ein Geräusch gerade? Ist das eins von diesen Höllenrössern? Mutti, bist du's? Ja, hier ist auf jeden Fall eine Mine. Das hat man ja schon lange nicht mehr gehabt. Ich bin sicher, der Vergangenheitsgronk hat uns auf jeden Fall Gold dagelassen. Pilze, super. Alte Fußpilze wahrscheinlich. Hat er sie selber auch aus seinen Hühnerfüßen rausgeschabt. Ich glaube, ich sehe Tageslicht. Ach ja. Natürlich sind wir ein Elefant. Das ist das Erste, womit ich gerechnet habe. Ja, ist das Erste, womit ich natürlich gerechnet habe, wenn man aus der Höhle rauskommt. Das Erste, was man denkt. Oh, bestimmt ein Elefant. Und Jiminy. Grille, scheiße. Mach ich mal so. Mach ich mal dicht. Ach, hier ist wieder die. Ach, hier ist, das ist die Schlucht. Da haben wir uns mal irgendwann hochgeackert. Alter, wir müssen doch irgendwo mal Gold finden. Das geht doch so nicht. Ich kann mir doch nicht vorstellen, dass der Vergangenheitsgronk so abpicht auf Gold war. Natürlich. Hier bin ich noch niemals vorbeigelatscht. Ich kenne mich doch. Das ist, das ist Lava, das ist mir zu gefährlich. Sowas mache ich aus Prinzip nicht. Reicht das? Ja! So, während da hinten die Lava abebbt, gucke ich mal ganz kurz. Ja, der Elefant, natürlich. Sinnbild aller Minen. Komm mal hier raus. Kam mal hier raus. Scheiße, ich weiß schon gar nicht mehr. Zum Glück wissen wir diesmal, wie wir nach Hause kommen. Ich bin froh, das war jetzt auf der Reise. Also wir haben ja, da muss man ja mal sagen, unglaubliche Schätze. Wir haben Zäune mitgenommen. Also ganz ehrlich... Katze und Elefant. Ich glaube, die Katze hat den Elefanten da hochgejagt. Das ist... Das war's doch nicht du. Alter, ach, hör auf, ey. Da oben ist... Ah, siehst du mal. Aua, 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 aua.
springt mir mitten in die Fresse, die Sau. Huh! Alter, hör auf damit! Der schlägt mich jetzt nicht, ne? Ich dachte schon, Alter. Fällt da so ein fetter Elefant auf den Kopf, da ist die Chance aber gering, dass man das, überlebt. Alter, wir müssen doch hier irgendwo mal, ganz ehrlich, wir müssen doch irgendwo reingehen, wir müssen Gold kriegen. Ich will doch nur ein bisschen Gold, das ist doch nicht zu viel verlangt, Alter. Ich heiße doch nicht Teebarts. Ich brauche doch nur 5 Millionen für meinen Sommersitz. Nein, ich will jetzt nicht mit in die Bresche schlagen. Aber witzig ist es schon. Geht ja auch nur mit und um unsere Steuern. So, komme ich da... Passenderweise die Diablo-Musik. Teebart. Ich glaube, das ist so der Weinkeller von seinem... von seiner Diaziöse oder wie das da heißt. Ich kenne den Fachtermini leider nicht. Und bei der Musik werde ich paranoid. Habe ich das Gefühl, dass gleich irgendwo die Hölle losbricht. So, hier holen wir uns noch... Das finde ich ganz toll, dass wir hier so viel Eisen haben. Ist das überhaupt alles Eisen oder ist da vielleicht auch Gold mit dabei und ich erkenne es nur nicht? Was ist das denn hier, um Gottes Willen? War eine gute Idee. Das ist doch alles Eisen, oder? Dann kannst du mir nicht erzählen, das ist doch bestimmt nicht Gold. Gold ist doch viel zu selten und Eisen... kriegt man jetzt quasi hinterhergeworfen überall. Boah, ich weiß noch, als das selten war. Na, ja, so wie Gold jetzt halt. So, was haben wir denn da? Eisenerz, Eisenerz, Eisenerz. Oh, Feuersteine, hey. Ich muss mir doch irgendwo hier noch zumindest mal ein bisschen Gold übrig gelassen haben. Na, hier ist ja nichts. Scheiße, Mann. So, da oben ist alles voll mit Lava, das ist natürlich super. Ich finde es schön, einfach so neben Lava zu stehen, das, ich bin sicher, man würde kein Feuer fangen. Alter, ich war ja schon überall. Ich habe hier alles ausgeräubert. Das darf doch nicht wahr sein. Wie lange treibe ich mich denn in den Höhlen rum? Die Folgen müssen doch pottlangweilig sein. Wer guckt sich sowas? Ah, haha, guck mal hier an. Ist das jetzt die gleiche Schlucht? Nee, das ist eine andere jetzt, ne? Ich hab keine Ahnung. Ich hab einfach keine Ahnung. Ich spiele das gerade zum ersten Mal. Ich kenne mich hier nicht aus. Hey, hier kann ich eine Fackel hinbauen. Eine Kiste, die noch nicht ausgeleuchtet ist. Was ist denn da los? Und zwei... Ah, hier ist zum Glück Sackgasse. Und zwei... Ein Asthmatiker haben wir hier auch noch irgendwo am Start. So, hier oben ist es relativ ruhig. Ich kennzeichne das mal durch eine Fackel. Hier kommt, glaube ich, auch keiner durch. Was ist denn dieser Scheiß... Enderman. Was ist aber für eine Mucke gerade hier? So eine Abenteuer-Erlebnisreise? Jach, Marik. Hallo? Okay, da war ich offensichtlich schon. Gut, dann kann ich jetzt mal
ruhigen Gewissens die Kiste ausräubern. Und wo ist denn die Kiste hin da? Ach, leck mich doch! Ist ja unfassbar. Scheiß Vergangenheitsgronk, ich hasse den. Ach, guck mal, wen wir haben. Aber ganz ehrlich, in Silberschüchen greife ich den aber nicht an. Ja, ich weiß, ich habe gerade Eisen übersehen, aber ihr wisst ja selber, wie das ist. Alter, ich höre Rainer Kallmund. Wo ist er? Was macht denn der da? Hat er Durchfall? Schnauze! 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 Alter, das sieht aus wie ein Dungeon hier gerade. Wo ist denn der Rainer? Alter, Rainer, komm raus! So, dann hier einmal durch, einmal durch. Hier ist nichts. Alter, hier war ich auch schon überall. Das ist ja ekelhaft. Wie haltet ihr das überhaupt aus, euch diesen Mist anzugucken, wenn ich die ganze Zeit nur in Dungeons rumhänge? Ja, natürlich vergiftet er mich, ohne mich zu hitten. Halt! Alter, hier ist alles dunkel. Hier war ich noch nicht. Oh, ich hab Hoffnung auf Gold. Wo wir vorhin diesen Teebarts hatten, ne? Ganz kurz hier, der Teebarts. Also ihr müsst ja, jeder weiß ja momentan, wer das ist, glaube ich. Das ist ja dieser, ich weiß, ist der Bischof, ist der, ich habe keine Ahnung. Der ist da irgendwie in der Kirche am Rumsein und, der hat sich, der gönnt sich da gerade diesen Landsitz oder keine Ahnung oder irgendwas Tolles gönnt er sich da für ganz viele Millionen Euro. Und das ist natürlich alles von der Kirchensteuer und auch vom normalen Bauzuschuss, pipapo, also auch von Steuergeldern. Und der kriegt gerade satt eingeschenkt in allen Medien, also wirklich in allen Medien. Alle reißen sich darum, den Teebarts zu zerreißen, wo es nur möglich ist. Und da frage ich mich ja... Auf der einen Seite verstehe ich es natürlich, weil erstens mal die Kirche ist ja sowieso immer, auch bei mir muss ich ja zugeben, immer gerne im Kreuzfeuer ein bisschen. Muss man sich natürlich als öffentliche Institution auch gefallen lassen. Aber davon abgesehen natürlich, gerade der Teebarts ist natürlich Sinnbild für diese Kirche. Und insofern, da wo er jetzt verkackt hat in einem Bereich, wo gerade die Kirche nicht verkacken sollte, nämlich bei Bescheidenheit und Demut... Sozusagen, man lebt es ja quasi, das ist ja quasi ein Usus dieser Kirche und die, genau der wird da verkackt, da wird quasi geprotzt einfach nur. Ich verstehe auf der einen Seite, ganz ehrlich, ich verstehe, wir sind heute zum Beispiel stolz auf viele Bauten, die es so quasi aus der althergebrachten Zeit in die heutige geschafft haben. Das ist vielleicht eine Sichtweise, die man so nicht unbedingt sieht, aber ganz ehrlich, gerade die Kirche hat da sehr schöne Prunkbauten, Protzbauten. Ist vielleicht nicht unbedingt eine tolle Sache, einem bescheidenen Gott zu huldigen, indem man da irgendwelche Protzbauten hinstellt, aber naja, die Menschen wollen ja zeigen, wie ernst es ihnen ist. Also irgendwo aus dem religiösen Eifer kann man das schon verstehen. Ne, ich spreche mich da einfach mal für die Kirche aus und so in ihrem Ansinnen sozusagen, natürlich, das Geld wäre bei den Armen vielleicht besser aufgehoben, aber wer von uns ohne Fehler ist, werft den ersten Stein, pipapo, bla bla bla, kennen wir ja alle und die Kirche spendet ja schon wie ein Bekloppter. Muss man ja mal sagen, die sind am Rumspenden, also ganz ehrlich, ist auch egal. Soll jetzt auch gar nicht Thema sein, auf jeden Fall. Der Teebarts hat es da momentan nicht ganz so leicht, weil er momentan als Feindbild Nummer 1 genommen wird und die Medien freuen sich natürlich, dass sie endlich mal wieder so einen Erzfeind haben zum Ausschlachten an jeder Ecke.
Und da frage ich mich aber, wenn denn alle so so auch in der Politik wird da fleißig mitgewettert und so weiter und gegen jede Verhältnismäßigkeit wird da gerichtet und so weiter und so fort, mag ja alles hinten und vorne stimmen, aber da frage ich mich, was ist denn mit Projekten wie zum Beispiel so einem Berliner Flughafen? Wieso ist der jetzt plötzlich aus den Medien raus? Das verstehe ich da nicht ganz, weil ganz ehrlich, wieso wird da auch immer nicht mehr kommuniziert? Weil, wenn ich das richtig sehe, werden da doch viel mehr Millionen verschleudert. Und das ist schon viel länger in der Mache. Und da wird jetzt irgendwie, da wurden die Bauarbeiten eingestellt wegen Pipapo, das war jetzt schon einige Zeit her. Und der ist aber mal ganz plötzlich fein raus, weil man jetzt mit dem Finger auf einmal wieder woanders hinzeigen kann. Und natürlich beginnt abermals die Hexenjagd, weil natürlich auch die Bevölkerung stürzt sich dann dankbar auf den Typen, weil der einfach ein leichtes Opfer ist und ihr sagt, ja, das finde ich aber auch. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt, ich kenne die Verstrickung gar nicht. Ich weiß gar nicht, ich glaube, da hat irgendeiner von den anderen, von den Brüdern hat dann noch abgedankt irgendwie kurz vorher, sodass der Tebarz quasi alleine plötzlich an der Front stand für ein Ding, was vorher schon in Auftrag gegeben wurde. Dass Fehler gemacht wurden, das will ich jetzt gar nicht beschönigen. Das passiert da immer noch. Und jetzt stecken sie halt mit der Scheiße bis zum Hals und müssen es irgendwie wieder ausbaden. Das ist natürlich keine Frage. Aber ich finde, das ist dann immer so ein bisschen auch wieder so einseitig beleuchtet. Und auf der anderen Seite, ganz ehrlich, gut, es ist natürlich übertrieben. Auch die Presse übertreibt gerne, da war von der Badewanne für 15.000 Euro die Rede, aber in Wahrheit war das ganze Badezimmer dann für 15.000 Euro. Was vielleicht auch, naja, also ganz ehrlich, mein Badezimmer hat keine 15.000 Euro gekostet. Ich habe ein gutes Badezimmer, ich habe ein Vollbad mit Badewanne und Dusche. Man kann sehr gut baden, man kann sehr gut duschen und es hat keine 15.000 Euro gekostet. Also 15.000 Euro, da stellt man sich schon was Schönes hin, sag ich mal, bei so einer Summe ist die Spinne hässlich. So, auf jeden Fall. Jetzt sind wir wieder hier irgendwo. Ich weiß nicht, wie ich hier runterkomme. Ich weiß nicht, wie ich weiterkomme. Ich weiß nicht, wo ich lang soll. Irgendwo war es ja noch dunkel. Auf jeden Fall, da wird natürlich schon sehr geprotzt. Und beim Bad, ich nehme das Badezimmer als Beispiel, weil es das einzige ist, was irgendwie durch die Medien ging. Wobei man da jetzt auch keine Belege hatte oder bla bla bla. Oder ich habe es einfach nicht gesehen, kann auch sein. Auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Auf jeden Fall steht dann immer noch der Vergleich aus mit zum Beispiel eben althergebrachten Bauwerken, auf die man heute stolz ist. Ach komm, die hauen wir auch noch weg. So, auf althergebrachte Bauwerke, auf die man heute stolz ist, aber ganz ehrlich, die haben damals auch nicht 2,50 gekostet. Und ich weiß, der Baustil heutzutage der Architekten ist natürlich immer sagen wir mal, der Zweck heiligt die Mittel oder so. Ich weiß, ist ja der richtige Spruch dafür, dass da einfach, naja, Form follows Function eher. Also Haus, wie in Minecraft, Klotz. So, und wenn man sich so anguckt, hier Kölner Dom zum Beispiel oder sonst irgendwas, mit den Mega-Relief-Arbeiten, das sind Bauwerke, auf die ist man eben noch stolz. Und die haben damals Schweiß, Blut und Gold gekostet. Die hast du nicht einfach hingestellt und gesagt, so, ist da. Da hat nicht einer mit dem Löffel die Reliefs ausgekratzt oder so. Na, vielleicht doch, weiß ich gar nicht so genau. Aber auf jeden Fall sind das Bauwerke für die Ewigkeit, sage ich mal. Wo man, der Landsitz da, von dem, was man gesehen hat, auf jeden Fall. Das ist, ich will das nicht schönreden, um Gottes Willen. Um Gottes Willen, ich enthalte mich da, was das angeht. Ich habe nur mal überlegt, so die andere Sichtweise vielleicht auch mal ein bisschen abzuleuchten. Wobei ich jetzt auch nicht unbedingt ein Freund von den Entscheidungen bin. Und gerade wenn man sowas vorhat, sollte man es vielleicht besser kommunizieren. Eine Kiste. Oh, ein Goldbarren. Ein einziger Goldbarren, aber Brot ohne Ende. Geil. Brot für die Welt, siehst du?